Sportwetten 17.01.2020 Tagesgewinn 9.527 Euro Autor D. Seltzer McKenzie YouTube. Jawohl, Euro 9.527 sind netto gewonnen worden. Trotzdem im Spiel Glasgow Rangers gegen Stranraer hatte ich eigentlich mit einem Auswärtssieg gerechnet, der eine Quote von 20.00 gebracht hätte. Das wären dann insgesamt etwa 180.000 Euro geworden. Aber es sollte eben nicht so sein und 9.527 Euro Nettogewinn kann sich ja auch sehen lassen. Die Hoffnungen bei der Vorstellung der kostenlosen Prognosen im Livestream haben sich also nicht erfüllt, trotzdem wurden hohe Gewinne gemacht. 17.01.2020 Adelaide Melbourne aus 1:2, 1:0, 1,90 Euro, 1,90 Euro, Ankara Gü und Zykopny Sportur 1:2, 1:2 Euro, 45, 4,66 Euro, Ajax Cobesiers France 1:2, 0:1, 3 Euro, 13 Euro, 97 Schalke MBSG Gladbacher 1:2, 2:0, 2 Euro, 45, 34 Euro, 21 Topos Cambuur NED 1:2, 3:2, 5 Euro, 171 Euro, 7 Almere Grafschap NED 1:2, 0:2, 1 Euro, 90, 325 Euro, 4 Porto Praga POR 1:2, 1:2, 5 Euro, 75, 1868, 95 Euro, Splisboa. Bevenflisboa POR 1:2, 0:2, 2 Euro, 15, 4018 Euro, 25 Glasgow Randstranraer SCO 1:2, 2:0, 1 Euro, 1:4058 Euro, 43 Leganes Getafe ESP 1:2, 0:3, 2 Euro, 60, 10.551 Euro, 92 Einsatz. 2×2×2×2×2×2×2×2 gleich 1024/-1024,00 Euro 9527,92 Euro 92.